Grüß dich. Was du hinten siehst, ist eine Nurake von 18. Jahrhundert vor Christus. Macht das nicht einen besonderen Eindruck, dass es für so lange Zeit gedauert hat und immer noch kannst du reinkommen, zum Turm gehen? Ja, und Jesu möchte, dass wir ein bisschen umdenken und sehen Dinge, die für viel längere Zeit dauern, wie sein Blick für eine Frau, die gebeugt, 18 Jahre schon gebeugt ist, 18 Jahre leidet. Und wo tut er das? Er tut das in einer Umgebung, in der diese Frau eigentlich überhaupt nicht geheiligt werden sollte. Es ist doch Sabbat, es ist Synagoge, wo Menschen denken, dass jemand, der für so lange Zeit zuvor verunstellt ist, bestimmt auch nicht rituell rein ist. Jemand, der wahrscheinlich auch gesündigt hat. Ja, und Jesu kann diese Art von Denken, Umdenken brechen und beugen und die gebeugte Frau wieder auf die Beine stellen. Und er möchte, dass wir leben doch auch in unterschiedlichen Umgebungen, die unsere Augen verdecken auf viele Situationen, Probleme, in denen wir unsere Augen öffnen können, sollten. Gerade jetzt denke ich, dass mit dem Anlauf der Migranten werden viele von unseren Vorstellungen, Ideen, Unsicherheiten auf die Probe gestellt.